Ältere Männer. Und ich habe keine Ahnung, warum ich dich da angucke, Olli. Ältere Männer darf man nie abschreiben. Was ich nie gedacht hätte, aber ich muss dir wirklich recht geben. Oh Gott. Versuche mir natürlich vorzustellen, ob du das noch hinkriegen würdest, mit deiner Hüfte dich so ins Gehäuse zu hängen. Olli, traust du mir gar nichts mehr zu? Doch, obwohl die Hüfte von Olli Kahn auch sehr hart ist. Also wahrscheinlich aus Titan, würde ich mal mutmaßen. Ja, die hat auch schon ganz schön gelitten. Man nennt das auch den sogenannten Überadrenalin-Abbauschlaf. Die Sendung hat gerade erst angefangen und er hat der deutschen Sprache schon wieder ein neues Substantiv geschenkt. Zwischendurch habe ich dann den Fernseher angemacht, dann bin ich wieder ins Bett, konnte nicht schlafen. Dann habe ich aus dem Fenster geguckt, bin ich an die Minibar, habe was getrunken. Natürlich immer antialkoholisch, klar. Ja, dann habe ich wieder irgendwo im Fernsehen geschaut. Dann habe ich aus dem Fenster geguckt. Und zwischendurch habe ich dann den Fernseher angemacht oder habe ich ein Buch gelesen. Dann habe ich aus dem Fenster geguckt. Entschuldigung, dass ich lache. Dann habe ich aus dem Fenster geguckt und bin ich aber irgendwie nicht zum Einschlafen gekommen. Irgendwann um 6 Uhr dann hat es so langsam funktioniert. Das passiert, wenn man sich morgen schon rohes Rentier ins Müsli bröselt. Das war großartig. Wichtig ist, dass du das gerade alles verstanden hast. Ich habe das meiste verstanden. Ja, er hat eigentlich genau das gesagt, was ich vorher schon gesagt habe. Ja, ja, also hat das nochmal gut zusammengefasst. Ja, genau. Ist doch schön, dass der Zeit hat, uns zuzuhören. Er ist ja jetzt nicht der Allergrößte, er ist, glaube ich, 1,82. Er ist 1,83, also macht die Schweizer nicht kleiner. Nicht kleiner als sie sind. Warte mal, warte mal. Schwerer Recherchebockal. Auch wenn es natürlich schwierig ist für Mustafi, da muss er halt mal ein bisschen ins Bett beißen. Das habe ich früher immer mit Schweine auch trainiert. Aber er kann immer noch nichts. Olli Kahn ist auch kalt jetzt. Wir haben die Klimaanlage ein bisschen hochgedreht. Das geht schon seit Stunden. Herr Welke, dieses Studio immer runterkühlen. Ja. Ich weiß nicht, unter 0 Grad. Ich weiß gar nicht, warum. Entschuldigung, wir hatten ich habe Halsschmerzen. Ich kriege einen Bandscheibenvorfall. Du bist so ein Mädchen. Wir hatten heute einen Gast aus Island und ich wollte einfach, dass der sich wohlfühlt hier. Verstehst du? Warum kriege ich immer die negativen Fragen eigentlich? Einen haben wir noch für Sie, nämlich den Europameister. Ivan, wie enttäuscht sind Sie, dass Sie die vermeintlich eigenen Fans heute um den Sieg gebracht haben? Kann man das so sagen? Ach so, ja, gut, aber wenn ihr mir nicht zuhört, dann. Ja, wir können ja trotzdem das starten, was ich sage. Ach so, ich bin im Fernsehen, das ist ja schön. Weißt du was, ich will mich nicht festlegen, aber ich meine, das war die falsche Matz, wie man beim Fernsehen sagt. Möglicherweise. Es ist aber auch schon verdammt spät. Hey, wir versuchen es nochmal. Ivan, wie enttäuscht sind Sie, dass Sie die vermeintlich eigenen Fans heute um den Sieg gebracht haben? Liegt doch gar nicht vor. So gesehen war das nicht besonders aussagekräftig. Vielleicht können wir das noch nachliefern. Ich gehe zurzeit von einem technischen Problem aus. Vielleicht hat es auch mit streikenden Franzosen zu tun. Das weiß man hier nie so genau. Olli, dir auch, obwohl ich wollte mich gerade bedanken, du machst es ja für Geld dabei. Ich trottel. Das haben wir ja gemeinsam. Ja, das stimmt. Ich mache es auch nicht ehrenamtlich. Und jetzt noch gute Unterhaltung bei uns. Bis demnächst. Tschüss.